Hi, ich bin Anwar, 25 Jahre alt und mache ein duales Studium bei der Pennymark GmbH und studiere bei der IST Hochschule für Management Business Administration. Aktuell bin ich in der Einarbeitung zur Bezirksleitung, begleite eigentlich erfahrene Kollegen in ihren täglichen Tätigkeiten, mache Warenbestandsprüfungen, schaue mir die Marktbilder an, schaue mir die Filialen allgemein an, ob Dekopläne gemacht wurden, umgesetzt wurden und bin auch dafür zuständig, dass Instandhaltung der Filialen, Personalgespräche, Vorstellungsgespräche, allgemein eigentlich alles, was mit den Filialen, die in dem Bezirk der jeweiligen Bezirksleitung, die mich einarbeitet, täglich anfällt. Bereitschaft ist, ein offenes Ohr für die Mitarbeiter zu haben. Personalführung ist eigentlich mit das wichtigste Thema. Die größte Aufgabe, die man in der Bezirksleitung hat, ist, ein vernünftiges Team zu formen. Meistens hat man mit zwischen 7 und 10 Marktleitern zu tun und die dann auch noch ein dementsprechendes Team unter sich haben. Das Studium findet an der IST Hochschule für Management in Düsseldorf statt. Das Studium ist ein Fernstudium, was mir persönlich sehr entgegenkommt, weil eben meine Woche sehr strukturiert und sehr vollgepackt ist und ich die minimalen zeitlichen Ressourcen, die mir gegeben sind, möglichst gewinnbringend durch diese maximale Flexibilität des Studiums nutzen kann und eben die Lerninhalte vernünftig umsetzen kann, sodass ich so flexibel bin, dass ich mir die Online-Vorlesung auch zu Hause anschauen kann. Die Präsenztage sind sehr flexibel, die finden pro Semester 1, 2, 3, 4, je nach Auslastung des Moduls finden die statt. Wir sind eine große Familie von Studierenden, befinden uns im Fernstudium, wir lernen alle eigenverantwortlich und sind immer dankbar für eben so einen Austausch im Präsenzseminar und den Kontakt, den man da im Nachgang auch von mitnehmen kann, um eben langfristig auch kleinere Netzwerke zu schließen, vielleicht auch über das Studium hinaus befreundet zu bleiben oder grundsätzlich auch beruflich irgendeinen Kontakt herzustellen, der einen langfristig weiterbringt, sodass man schon ein sehr gutes Gefühl hat, dass es ein Gemeinschaftsgefühl gibt. Also mein Ziel ist es, mich beruflich nach dem dualen Studium zu etablieren, dass ich bei meinem Arbeitgeber die Führungsrolle erfüllen kann und vielleicht kommt auch noch ein Masterstudium dazu, wer weiß.